RimWorld Folge 28. Es geht weiter mit meinen enormen Bemühungen, eine Reisekapsel hier zu bauen. Die Kapsel ist da, aber dummerweise weiß ich noch nicht, wie sie funktioniert. Und ich habe auch noch keinen Treibstoff. Also selbst wenn ich wüsste, wie sie funktioniert, könnte ich sie nicht abschießen, höchstwahrscheinlich. Hier wird gejagt, denn ich habe letztes Mal gemerkt am Ende der Folge, dass ich nicht mehr so besonders viel Fleisch habe. Also gar keins, um genau zu sein. Trockenfutter für Tiere. Ha. Endlich nimmt sich mal wieder jemand die Zeit, um hier Medikamente herzustellen. Cool. Also ich habe mir die Zeit genommen. Döni bin ja ich selber. Das ist ja super. Geht's ihm denn gut? Brauchbares Schlafzimmer. Also jetzt gibt es sogar schon fürs Schlafzimmer einen Pluspunkt. Ich weiß nicht, was ich noch genau machen soll, um es noch geiler zu machen, aber man könnte jetzt vielleicht noch einen Sessel hinstellen oder so. Aber ich meine, die Leute sollen ja auch nicht den ganzen Tag im Schlafzimmer hocken hier in unserer Kolonie. Benny Boy ist immer noch permanente Schussverletzungen. Was ist das? Hören, arbeiten, plus 50%. Okay, also eigentlich ist er besser geworden. Er hört nicht mehr, aber er ist sehr gut im Arbeiten geworden. Sein Gehirn funktioniert nicht mehr so hervorragend, aber wurscht. Wurscht mit Soße. So. Ich starte die Anwerbeversuche von neuem. Ben hat sich vollständig erholt. Guter Mann, guter Mann. Die Nase wurde ihm abgeschossen, großer Zeh wurde ihm abgeschossen. Also dafür, dass er ständig mit Maschinengewehren behagt wird, geht es ihm doch noch vergleichsweise gut. Also nur der große Zeh und die Nase. Sonst ist alles noch dran. Das ist natürlich cool. So, jetzt haben wir wieder Stoff, jetzt könnten wir hier mal den Cremeteppich zu Ende machen. 35, na, so. Gut. An sich müssten wir jetzt den Stoff hier einsammeln können. Wird von Vera benutzt. Dann soll sie mal machen. Und mal direkt hier den Teppich auslegen. Sehr schön. Zack, 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 zack. Energierüstung, top. Und wir wissen ja auch schon, was wir als nächstes haben wollen, nämlich die Raffinerie. Bau einer kleinen Raffinerie zum Herstellen von Treibstoff. Das Wort kleine Raffinerie macht mich irgendwie stutzig, weil warum schreiben sie kleine Raffinerie? Gibt es denn auch eine große? Wahrscheinlich gibt es keine große. Ich wüsste nämlich nicht, wie und wo und warum. Aber irgendwie komisch, dass sie es trotzdem so schreiben. Gibt es hier noch irgendwelche Tiere, die man mal ein bisschen schießen könnte? Ein bisschen mehr Fleisch? Mir als leidenschaftlichem Fleischesser geht es ja ein bisschen auf den Senkel, dass wir hier nicht so richtig viel Fleisch haben. Den Hirsch hier könnte man nochmal abschießen. Mit dem Schießgewehr. Lalalalalalala, mit dem Schießgewehr. Kümmert sich aber gerade keiner. Schade. Generator wieder auffüllen, das war wichtig. Relativ wichtig. Vergleichsweise wichtig. Mittlerweile haben wir aber auch echt so viel Stein hier. Wir haben, was ist das denn? Schieferblöcke. 1000 Stück. Da müsste man eigentlich mal hier ein bisschen anbauen. Wobei ich noch nicht so richtig weiß, wofür. Man könnte hier hinten einfach mal das Gebäude ein bisschen vergrößern. Dass wir sagen, wir machen hier die Ablagefläche einfach größer. So, das war hier vielleicht auch nochmal. Wie breit ist denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich mir so gedacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. So, das war das hier so machen und So, und dann können wir die Wand hier wegreißen. Befehle abreißen. So,
Dann können wir nämlich den Lagerraum hier auch einfach vergrößern und haben nicht mehr das Problem mit dem. Das ist aber eine Granitwand. Ach, ich bin so doof. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch, fällt mir gerade so auf, eigentlich eine Schieferwand haben. Habe ich hier irgendwo Schiefer? Da ist Schiefer. Schiefer. Zack, 9. Mann, selten dämlich. So. Jetzt aber. Hat aber noch keiner angefangen, irgendwas Falsches zu bauen. Also, puh, Entwarnung. Jetzt ist auch der Teppich hier überall schön. Nein, hier oben noch nicht. Scheiße. Fehlt es jetzt echt immer noch an Wolle? Ja, an Stoff fehlt's. Wurde jetzt hier der Helm gebaut? Ja, ne? Dann können wir ja gleich noch einen herstellen. Vera war zu dumm, eine Wand zu bauen. Naja, gut, kann passieren. Ich will sie ja auch nicht überfordern, die gute Frau. Ist schon okay, soll sie mal machen. So, wie sieht es mit der Forschung aus? Wir sind zu drei Viertel fertig ungefähr. Ben wurde wieder nicht überzeugt, mitzuspielen. Der ist doch mittlerweile, ist das sein Gehirn so beschädigt. Wenn wir den jetzt einfach freilassen, dann ist der wahrscheinlich zu dumm, um irgendwo anders hinzugehen, als einfach hier zu bleiben. Der wohnt ja jetzt mittlerweile auch schon wahrscheinlich länger hier bei uns, als er woanders jemals in seinem Leben war. Also, ach, der nervt mich. Ich versorge den, der kostet mich nur Geld, der bringt mir nicht viel. Oh! Oh. Das war jetzt gerade echt ein bisschen knapp. Der Hirsch war aggressiv. Ein aggressives Tierchen. So, Raffinerie ist ready. Super. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Entwässerung, mehrläufige Waffen, Kryo, Schlafkapsel. Was macht denn Komponenten und Bauteile? Ach, da können wir Bauteile herstellen. Das ist cool. Dann sind wir auch darauf nicht mehr angewiesen. Dann sind wir wirklich autark. Aber wir sind immer noch nur 5. Ich hätte jetzt gerne 7 oder 8 Kolonisten, weil ich so viel Arbeit habe. So viele mögliche Arbeit. Ich meine, ich habe hier auch immer mal einen untätigen Kolonisten, aber eigentlich hätte ich genug Arbeit für alle. Raffinerie. Um aus Holz oder organischen Materialien Kraftstoffe herzustellen. Cool. Sollte die drinnen stehen oder kann man die auch draußen hinstellen? Na, ich stelle sie mal zumindest in den Innenhof, würde ich sagen. So. Stell sie mal dahin. Ach so, weil sie draußen ist. Ja, okay. Also, sie muss drin sein. Dann haben wir das ja geklärt. Dann bauen wir das Ding drin. In meinen Raum hier hinten für die großen Gegenstände. Die großen Oggis. Eigentlich ist es ja der Handelsraum, aber da ist immer noch genug Platz für Handelswaren. Also, es ist jetzt nicht so mega wichtig. Mal ganz kurz zu den Fraktionen gucken. Die Arabuteron, die mögen mich ja dann doch ganz gerne, ne? 48. Da könnte man fast gucken, ob man nochmal mit denen quatscht. Denen vielleicht nochmal ein bisschen Geld gibt. Fordere eine Handelskarawane. Nö, würde ich nicht sagen. Ich gebe denen einfach nochmal 300 Silber. In der Hoffnung, dass die dann häufiger mal Handelskarawanen vorbeischicken. Weil ich habe das jetzt schon so verstanden, umso seid ihr alle blöd. Das kostet so viel Stahl und so viel Bauteile und dann kriegt ihr es nicht hin, das zu bauen. Ich fass es nicht, Leute. Ich fass es wirklich nicht. Ach, ihr seid ein einziger großer Fehlschlag. Diese ganze Kolonie. Und ihr beide habt ihr jetzt endlich mal geheiratet oder was? Immer noch nicht. Das ist unglaublich. Unglaublich. Nie wird hier geheiratet. Ich warte die ganze Zeit nur auf die Hochzeit und nichts kommt. Also ich habe es schon so verstanden, dass umso besser der Ruf mit einer der Fraktionen ist, desto häufiger kommen die auch vorbei. Scheiße, eine Hitzewelle. Da können wir mal gucken, dass wir mal hier vernünftige Kühlung aufstellen. Temperatur, passive Kühlung. Kostet Holz. So. Ja, müssen wir halt mal ein bisschen Holz hacken gehen. Also, jetzt mal ehrlich, Leutz.
Und hier können wir auch noch eine hinbauen. Dann gehen wir jetzt erstmal Holz hacken. Dann ist jetzt der Befehl für den morgigen Tag, hier mal so ein bisschen abzuräumen. Hier sind ja genug Bäume. Hier die Außen vielleicht auch noch. Mittlerweile stellen sie ihm das Essen nur noch hin, ganz ehrlich. Der nervt so doll. Mit dem machen wir, dem füttern wir nicht mehr. Ich habe immer noch kein Bier gebraut, ne, weil ich auch einfach zu doof bin, um Bier zu brauen. Dafür braucht man ja auch irgendwie diese. Was ist das? Hopfen hat man ja, aber man braucht ja noch irgendwas anderes. Man braucht ja noch irgendwas. Ein Fass, um aus roher Würze Bier zu fermentieren, ja. Ach, das mit der Würze, das ist auch so eine Sache. Weiß ich nicht, wie man die herstellt. Hier kann ich nur Mahlzeiten herstellen. Kann man hier Würze herstellen? Hier kann ich nur Medizin herstellen. Naja, so einfach ist es also nicht. So, wie warm ist es draußen? 43 Grad. Uiuiui. In der Küche sind es 26. Hier sind es 5. Das heißt, hier könnten jetzt auch langsam aber sicher die Kartoffeln verderben. Das ist natürlich nicht so gut. 7 Grad sind da drin. Uiuiuiui. Mir wäre es lieber, wenn ihr jetzt mal ein bisschen Holz hackt, damit wir da die Passivkühlung bauen können. Weil dann sind hier nämlich schon nur noch 28, 27 Grad drin. Die halten ja auch 4 Tage in der Hoffnung, dass wie heißt das, die Hitzewelle nicht so lange anhält. Oh, was ist hier? Menschenfleisch! Ja, wisst ihr, ich bin dagegen. Das brauchen wir gar nicht einsammeln. Also, meine Leute fangen jetzt nicht an, Menschenfleisch zu fressen. Dafür geht es ihnen eigentlich noch ein bisschen zu gut. Wir haben ja auch echt genug zu essen, muss man ja auch mal sagen. Können wir auch mal hier nochmal wieder ein Häschen uns schießen. Oder so einen schönen Truthahn. Vielleicht ist ja auch bald mal wieder Thanksgiving. Und dann lohnt sich das ja. Die Hirsche, wenn die zu so vielen sind in so einer größeren Gruppe, würde ich davon absehen, die zu jagen. Aber so einzelne kleine Tierchen habe ich aber auch schon so ein bisschen überjagt, offensichtlich, weil. Hier ist noch eine Schildkröte. Her damit. Ich meine, wenn man realistisch ist, dann ist es natürlich auch schwierig, als einzelne Schildkröte irgendwann wieder aufzuploppen, als noch ein zweiter oder dritter. Man braucht ja da eigentlich auch immer so ein bisschen so eine Art Fortpflanzung. Aber naja, was soll's. Man kann ja eigentlich, auch wenn hier krasse Waldbrand ist, klappt es ja normalerweise auch ganz gut. Wenn alles abgebrannt ist, alle tot sind. Alle Tiere, dann ist ja meistens trotzdem noch halbwegs eine Wiederbesiedlung möglich. Also es macht das Spiel eigentlich ganz fair, wenn auch nicht mega realistisch. Können wir gucken, ist ungemütlich. Naja gut, ist halt jetzt sehr heiß. Abscheuliches Schlafzimmer. Also so langsam weiß ich nicht mehr, was ich noch euch geben kann. Was da? Da ist auch manchmal, ist auch irgendwann, ist mal Schluss. Stell Kraftstoff her, organisch. Was wirft man dann da Tiere rein oder was? Nee, macht mal Holz. Ach so, wir müssen ja mal hier den umbenennen. Kann ich die Lagerzone auch irgendwie erweitern oder so? Das ging, glaube ich, nicht, ne? Ich werde jetzt einfach mal die Lagerzone so weit erweitern und. Ach so, guck mal, dann ist die automatisch erweitert, oder was? Lager, Gegenstände, Kleidung, Waffen, Rohstoffe. Holz nicht, das nicht, Jade nicht. Jade ja. Warum die denn ja eigentlich? Das soll alles da nicht rein. Pflanzenmasse? Was ist denn Pflanzenmasse? Hopfen? Das soll da auch nicht rein. Eigentlich soll das alles keine Rohstoffe. Warum waren Rohstoffe überhaupt zugelassen?
Habe ich nicht ganz verstanden. Und hergestellte Produkte natürlich, da dürfen einige Sachen da rein. So, und dann ist jetzt hier auch mal ordentlich Platz. So muss es nämlich sein. So, die Raffinerie läuft. Die ist auch angeschlossen. Sehr gut. Zwei Leute haben gleich einen Zusammenbruch. Westi, was ist mit dir? What is with you? Ist in der Dunkelheit, mag er nicht, hat Hunger. Abscheuliche Baracke. Na, ihr habt aber echt Sorgen, Leute. So, es tut mir jetzt leid. Einige haben hier ein Zimmer, wo es 41 Grad sind und bei einigen sind kuschelige 20 Grad. Die beiden machen hier gerade Liebe. Vielleicht gebären sie ja demnächst auch mal ein Kind. Würde mir ehrlich gesagt zugutekommen. Ja, gut, mit noch mehr Gepimper geht es nächstes Mal weiter. Dann raffinieren wir vielleicht auch mal ein bisschen Treibstoff und dann können wir mal gucken, wie diese Suborbitalkapseln funktionieren. Das wäre mein Wunsch fürs nächste Mal. Und wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet doch bitte wieder ein. Über Likes und Kommentare, vor allen Dingen Kommentare, freue ich mich wie immer. Also schön weiter aktiv bleiben. Gerade Hinweise, was ich als nächstes machen könnte oder was ihr für Tipps habt, wie es besser geht oder so, bin ich immer dankbar. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.